Hallihallo, Hallöchen. Ja, wie man hört, ich habe immer noch Schnupfen. Ich habe auch noch ein bisschen damit zu kämpfen. Ich hoffe aber, dass es jetzt so weit geht, dass ich aufnehmen kann ohne Probleme. Obwohl jetzt schon wieder die Nase ein bisschen läuft, so ein Mist. Gut, kosmische Felsen. Die Lokalität hier könnte direkt aus einem alten Science-Fiction-Roman entsprungen sein, doch ihre Herausforderung ist absolut real. Kreieren Sie einen Park, der Ihren Lieb Links Weltraumhelden stolz machen würde. Es steht ihnen nur ein paar Flecken ebenes Land zur Verfügung und somit wurde die Saat für ihren eigenen Weltraumwettlauf gelegt. Sehr interessant. Wollen wir nochmal sehen? Okay, wir haben bereits ein großes Publikum. 170 Leute. Bahneinnahmen, Mindestverkehrswert 20.000. Okay. Ich glaube, ich weiß, was die meinen mit ein paar Flecken ebenes Land. Wenn man sich den Zaun anguckt, den man hier ein bisschen sieht, habe ich wirklich nicht viel. Überall stehen Bäume im Weg. Das heißt, ich muss werde viel auf an und auf und um Hügel bauen müssen. Ist vielleicht ein bisschen doof. Wie wär's? Ich muss ja meistens nicht sonderlich groß bauen. Darlehen zurück, natürlich. VIP. Störungstoleranz mittler. Das ist okay. Meine Idee wäre jetzt gewesen, ich baue die hier hin und baue lange Wege. Ich werde natürlich jetzt wieder nicht alles brauchen. Das haben wir ja schon festgestellt. Ich kriege ja auch ziemlich klein hin. Ich würde das hier auf die Hügelketten drumherum bauen, den ganzen Kram. Wege nach unten bauen. Und hier dann eben das Hauptding halten. Zuerst mal dann natürlich Essen. Durch die Richtung, die da vorgegeben ist, baue ich einfach mal hier lang. Ist einfacher als die alle zu drehen, geht auch schneller. UFO-Ballons, wunderbar. Gut, die Info. Das zwei Eingänge sind, ja, würde sie wohl da reichen. Eine Toilette. Verbindet sich ja überall. Geldautomat noch nicht, noch habe ich ja nicht genug, was irgendwie Geld kostet. So. Ich könnte jetzt natürlich anfangen, hier zu bauen. Das wäre auch theoretisch ja das Einfachste. Allerdings wird es wohl besser sein, wenn ich versuche, die tatsächlich auf die Hügel zu bauen. Da muss ich zwar viel Weg bauen, aber das ist ja kein Problem. Oh, Moment. Wir sind ja hier Spacey unterwegs. Kann man das ja schon mal. Nein! Ist das euer Ernst? So. Nee, ich will. Wieso kostet mich das jedes Mal was, wenn ich was versuche hier? Moment, kostet mich das tatsächlich was? Nee. Okay, dann eben andersrum. Dann eben so. Geht das nicht? Doch. Klar geht das. Klar geht das. So. Fertig. So, Space, ja, Metallböden. Jetzt könnte ich hier direkt so anfangen. Gut, das wäre meine erste Attraktion. Ja, wie gesagt, ist ein bisschen hoch, aber das macht ja auch teilweise Sinn. Ah, Mist, ich hätte die Ausgänge verbinden können. Ja, nee, hätte ich ja gar nicht. Gibt ja keinen. Ja, ist okay.
Darauf habe ich jetzt gar nicht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es tatsächlich so heftig. Naja, gut. Na gut. Eingang. Machen wir es so. Was? Moment. Oh shit. Oh shit. Okay, das geht direkt straight hoch. Hab natürlich jetzt ein bisschen Geld verschusselt, aber schon okay. So, nächste Attraktion. Ich dachte, das wäre auf derselben Höhe. Ich meine, ich hätte es auf derselben Höhe gesehen. Aber gut. Fliegende Untertassen. Ja, bauen wir doch alles in eine Ebene. Also diesmal geht der Eingang hier hin, der Ausgang dahin. Weil jetzt habe ich auch eine Stelle, wo ich gerade bauen kann. Wenn man sich die Höhe anguckt, passt das soweit. Und jetzt einfach runter. Dann baut sich automatisch leicht schräg. Oder als Rampe. Und das passt schon. So. War eine Rede von der. Ach, Bahneinnahmen, genau. Da war was. Bahneinnahmen. So, Planetarium. Auf dieselbe Höhe. Eingang da, Ausgang da. Weil da spare ich mir dann wirklich eine Menge Ausgang. Verdammt, nein, ach, gar nicht. Ach, so ein Mist. Ist eine halbe. Einen halben Meter unten drunter. So ein Käse. Ich dachte, das wird. Aber gut, dann eben nicht. Ne? Komm schon. So. Gut, wir waren jetzt ja bei den langsamen. Genau, Planetarium. Jetzt kommt noch das 3D-Kino. Interessanterweise steht das sogar relativ flach hier rum. Oh, nein, doch nicht. Dass sie den Boden dabei nie anzeigen. Bisschen merkwürdig, aber. Was soll's? Wen interessiert das denn? So, nein. Nein, darunter bitte nicht. Genau. Und du jetzt einmal. Na? Wunderbar. Wir haben fünf Attraktionen auf einer Seite. Besser kann es ja nicht laufen. So, jetzt Forschung. Wege brauchen wir nicht. Szenerie auch nicht. Läden. Erstmal weniger. Bordbahn, sanfte Fahrten. Wasser gibt es ja eh nicht. Aufregende Kinder. Achterbahn. Obwohl, Achterbahn, falls nichts anderes mehr da ist, können sie ein bisschen an den Achterbahnen forschen. Jetzt könnte ich eigentlich noch nach den Preisen gucken. Nur weiß ich nicht, wie das jetzt eben bei denen ist. Mit, wie viel die da bezahlen wollen. Ist auch die Frage. Shit. Okay. Schade. Lassen wir es mal hier bei 1,40. Hier 1,30. Also wenn ich an die Preise denke, die ich das letzte Mal, als ich auf dem Rummel gewesen bin, denke, dann ist das alles noch relativ günstig. Also, ja. Da war es dann so, da der Autoscooter ungefähr 2,50 gekostet. Also von daher, ja, sehr günstig. So, jetzt die Frage: Kekse. Ist da noch was groß? Ach nee, hier. Das ist wohl. Eine Sekunde. Moment, das kribbelt schon wieder in der Nase. Wenn ich mir jetzt vielleicht die Nase putze, dann geht's weg.
Oder auch nicht. Oh, verdammt. Ach Gott. Jetzt sollte aber erstmal wieder Ruhe sein. Hoffe ich doch. Wo mache ich denn jetzt Kekse? Mach mal 1,80 draus. Vanille-Shake. UFO-förmiger Ballon, das ist Spaß. Da zahlen die Leute mehr. Gut, ich denke, das war's fürs Erste. Ich meine, ich habe noch Geld, aber irgendwie sind mal die Attraktionen ausgegangen fürs Erste. Ob ich da was bauen sollte, günstig sind sie ja normalerweise. Oh. Ja, nicht ganz so günstig. Nee, wollte ich doch gar nicht. Ich wollte doch da nicht hin. Ich wollte da drauf. Ja, genau. Ich baue das direkt dahin. Nee, wenn dann bitte so. Ist zwar jetzt nichts wirklich Aufregendes, aber was soll's. So, und runter. Schönerweise funktioniert das, also passt das von der. Also viel höher hätte es auch nicht mehr sein dürfen, sonst hätte ich noch einen Bogen einbauen müssen, um runterzukommen. Scheibenkleister. Na naja, gut, ein bisschen Ausgang haben wir schon. Das sollte nicht das Problem sein. Dann müssen sie da eben warten, bis ich genug Geld habe, dass ich die da rausholen kann. Gut, 1,40 sollte angebracht sein. Was war denn da? Alles eröffnet. Obwohl, bei den Bahnen muss man ja immer vorsichtig sein. Sekunde. Wegen den Wagen. Nicht, dass man die vergisst. Das ist nämlich immer so ein bisschen. Naja. Also, wenn man die vergisst, ist das dann immer blöd. Dann hat man nur einen Wagen, der stehen könnte, aber in dem Fall. Vier Stück da stehen haben. Und schon laufen sie alle rein. Die Kasse klingelt. Wunderbar. Jetzt müssten wir nur den Weg fertig bauen, weil da jetzt die ersten Leute rauskommen. Nur fehlt mir die Kohle dafür. Boah. Das Problem ist, jetzt kostet das 60 oder 70 Euro darunter zu bauen. 57 momentan. Jetzt wird das dann. Es wird weniger, aber es kostet immer noch. Ja. So ein Käse. Ist wahrscheinlich 27, 17. Oh, Anfängerlevel überstanden? 100 Bahneinnahmen, Mindestverkehrswert. Alles klar. Schön, jetzt können die Leute auch raus.